Janssen-Cilag, ein Tochterunternehmen von Johnson & Johnson, gehört zu den 10 innovativsten Pharmaunternehmen in Deutschland und weltweit. Für Pharmakologen gibt es kaum eine größere Herausforderung, als neue wirksame Arzneimittel für das zentrale Nervensystem zu entwickeln. Schließlich steht das ZNS im Zentrum unseres Lebens. Es steuert sämtliche Abläufe innerhalb unseres Organismus. Dementsprechend hoch sind die Anforderungen, die an die Entwicklung neuer Wirkstoffe gestellt werden. Mit Risperdal Consta bewies Janssen-Cilag, dass starke Wirksamkeit und gute Verträglichkeit die Grundlage für einen überlegenen Rückfallschutz bei der Langzeittherapie der Schizophrenie sind. Die Patienten erhalten das antipsychotische Depotpräparat als Injektion im 2-Wochen-Rhythmus. Wirkstoffspitzen oder falsche Einnahmezyklen werden vermieden. Risperdal Consta eignet sich somit besonders auch für junge Schizophrenie-Patienten, die in einer wichtigen Lebensphase durch wiederholte Rückfälle viel zu verlieren haben. Der Rückfall von heute sollte ihr nur zeigen, wie wichtig es ist, den Diabetes ernst zu nehmen. Bei größeren Zuckermengen auf einmal reicht beim Diabetiker das Insulin nicht aus und der Blutzucker steigt raketenartig. Die Liebigs sind noch weit entfernt von einer gemeinsamen Umstellung der Ernährung. Heute jedenfalls gibt es erstmal einen ordentlichen Krach. Elke Hetzig weiß, dass sie in solchen Situationen besser das Weite sucht, zumal sie und Herr Liebig ohnehin nicht die besten Freunde sind. Im Fall einer solchen Implantatversorgung, wo man eine Kappe auf den Hüftkopf aufbringt, sind es 2 oder 3 technische Knackpunkte, die einen gewissen, wir nennen es auch Fiddling-Faktor haben. Heros könnte Leben retten, Heros könnte auch zusätzlich Leben retten. Wenn ich diesen rotierenden Oxygenator, den noch verbinde mit einem kleinen, ganz kleinen akkubetriebenen Motor, dann ist es fast eine Gerätschaft, die Sie überall einsetzen können. Jetzt versteht man zum ersten Mal durch die Fortschritte in der Biotechnologie, was die molekularen, zellulären Grundlagen der Erkrankungen sind. Durch die DPP4-Inhibitoren kann man nun DPP4, das Enzym, was GLP1 physiologischerweise sehr, sehr schnell abbaut, hemmen. Ich denke, die adulten Zellen aus dem Knochenmark haben ein riesiges Potenzial, das zum jetzigen Zeitpunkt von dem jetzigen Vorgehen in keiner Weise ausgeschöpft ist. Jetzt kommt eine neue innovative Vorgehensweise, die im Rahmen der Studie noch überprüft wird und keinerlei Routine ist. Die Vorteile sind zum einen darin zu sehen, dass DPP4-Inhibitoren keine Hypoglykämien verursachen können, dass sie gewichtsneutral sind. Es hat sich die Ejektionsfraktion als Maß der Herzfunktion verbessert um etwa 8% bei diesen diesen Patienten innerhalb der 6 Monate. Prinzipiell ist es so, dass es sich um eine körperliche und seelische Erschöpfung handelt und auch depressive Symptome auftreten. Viele, viele Forscher auf diesem Gebiet arbeiten. Ich denke, im nächsten Jahr werden wir was Neues bekommen. Wir reden immer nur über Geld in der Medizin. Wichtiger ist zuerst einmal, dass diejenigen, die Hilfe brauchen, auch Hilfe bekommen. Warum sollen Sie in einem Land arbeiten, das Ihnen für einen Bettellohn, für weniger als 40.000 Euro, 80 Wochenstunden Arbeit abpresst? Dann müssen wir dazu überkehren, dass wir für Gespräche eine andere Honorierung vorsehen. Wir planen die Strukturen nicht mehr nach Krankenhausbetten, sondern wir planen nur mehr nach notwendigen Leistungen. Wir brauchen hier mehr Wettbewerb, weil ich glaube, wir bekommen die Probleme, die wir haben, die Probleme von Wirtschaftlichkeit und Qualität nur in den Griff, wenn wir in der Lage sind, dass sich jeder daran messen muss, was er leistet. The place of the patient must be in the center of the system. Kleine spezialisierte Krankenhäuser oder Krankenhäuser der Allgemeinversorgung lokal werden auch zukünftig ihren Platz haben, bis hin zum Großklinikum. Lassen wir beide Seiten zu Wort kommen. Die Ärzteschaft hat mit dieser beworbenen Praxissoftware ein Problem. Da können Sie mir nicht erzählen, dass die alle top sind und die anderen sind alle flop. Das glaube ich einfach nicht. Ich zahle etwas ein und ich bekomme im Schadensfall etwas zurück. Was sagen Sie diesen Patienten? Und auch ich bin natürlich hin und her gerissen. Der Patient hat einen Chip, bei dem er alle Daten mit sich herumträgt. Davon gehen 90% der Bevölkerung, davon, man hat aber Akzeptanzmarketing über Jahre gemacht und davon geht die Bevölkerung aus. Da ist ein Chip, der hat beschränkte Kapazität, Sie kennen das doch selber auch, dass da nicht so viele Daten draufpassen können, das wissen wir doch alle. Vom 26. bis zum 28. März fand in Barcelona der World Health Care Congress 2007 in seiner europäischen Variante statt. Fester drücken. Herzdruckmassage gut. Also zunächst mal bedeutet es eine große Umstellung für den Arzt, weil eine neue Technik kommt. Es wird viel mehr online kommuniziert. Er braucht verschiedene neue Geräte. Langfristig gesehen aber wird sich diese Investition viel lohnen. Dann haben wir hier die beiden Ebenen für die Herzachse und hier die Referenzelektrode.